Und herzlich willkommen. Das müssen wir noch üben. Alles klar. So. Willkommen zu einer weiteren Runde Dead Space 3 mit Klaber, Klaus und vielen toten Viechern, die uns in der letzten Folge richtig bepimmelt haben. So, hier Anzug, ne? Hat man den schon? Hat das jetzt. Ne, das hat es nicht gespeichert, oder? Wir müssen das nochmal machen. Ja, hat's nicht. Ich mach erstmal. Rig Upgrade. Upgrade Panzerung. Ey, das ist so hart. So. Ich finde, das ist hier mit den Speicherstationen ein bisschen unglücklich gemacht. Dass man dann jedes Mal beim. Irgendwie ist alles ab Kapitel 5 irgendwie rotz geworden. Ja, das stimmt. Nicht rotz geworden, aber es ist irgendwie. Der Anfang war besser. Ja, das stimmt. Auch wenn es bei uns ein bisschen asynchron war, weil wir das nicht so richtig wussten. Auf jeden Fall. Mal hier. Ich wieder mit meiner Schotti. Da würde bestimmt irgendwas rauskommen. 100 Pro auf dem Rückweg kommt da was raus. Das hört sich denn so an. Ja, die letzte Folge war etwas brenzlig. Achtung, Wortwitz. Auch etwas fail, was mich betrifft. Aber ich hoffe, die Folge wird besser und ich freue mich schon ein bisschen darauf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich komme kurz in mein Inventar. Das Standard-Upgrade-Platine. Okay, Medipacks habe ich schon mal nicht so viele. Ja, schon mal. Ja, ich habe noch genug. Soll ich dir was rübergeben? Ja. Geht das? Ach ja, das ging ja irgendwie, ne? Hm? Ich glaube, wenn wir nebeneinander stehen. Gib dir mal kleine E auswählen. Geben. Ach so, ja genau. Dankeschön. Dankeschön, so, das reicht. Genau, das reicht. Sehr gut. So. Ah, das war ein Stück vor, Alter. Mach doch nicht fertig. So, Stock 1, ja, ne? Ja, du hast ein Objekt von deinem Koop. Wow, das ist super, dass die Meldung erst jetzt kommt. Ey, nochmal. Wer hätte das gedacht? Okay, wir sind jetzt in Stock 2. Gut. Das ist ein sehr hohes Schiff, ey. Es dauert ewig hier. Es ist nur ein Shuttle, ne? Also. Warte, der Kunde lebt doch noch. Geradeaus. Nee, tut er nicht. Ist drauf. Nee, obwohl der getiert sich bestimmt nochmal. Ach, sicherheitshalber. Wie der Kopf rollt. So hör mal, geil. Hör mal. Was denn? Hier ist irgendwas. Komm mal her. Oh, na geil. Irgend so eine. Ach nee, komm. Hey, hier ist Musik. Hören wir uns erstmal die Audionachricht hier an. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retro-Schub aktiviert. Wow, ruhig, Brauner. Das Laufboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Sikorsky, du rufst Admiral Graves. Voll das Porno-Boot hier, oder? Das ist jetzt deine Show. Terra Nova, wollen wir nicht auf dem? Aufnahme Ende. Wollen wir nicht schon auf dem Schiff? Alter, guck mal, wie groß das dort vorne noch alles ist. Aber wir sollten erstmal hier hintergehen und genau, du machst das schon richtig. Vorbildliches Verhalten. Looten. Erstmal looten, Alter, ich hab keinen Bock. Ja, alles schon scheiße aus. So. Warten, wir müssen hier irgendwas. Ne, wir müssen bestimmt an die Steuerung. Das sieht schon wieder so nach Rätsel aus. Nee, du, ich glaube, wir müssen an die Stühle uns setzen dort vorne. Und geht dann gar nicht, oder? Nee, doch nicht, stimmt. Lol. Kann man sich nie reinsetzen. Nee, du, wir müssen noch weiter runter. Guck mal, drück mal B.
Hier geht's gar nicht weiter runter. Doch, du hast ja gesagt, es gibt einen zweiten Stock und wir müssen in den ersten Stock wahrscheinlich. Kommen wir zurück zum Fahrstuhl. Naja, ich bin da. Was ist hier? Müssen wir jetzt hoch oder was? Nee, warte mal. Was gibt's noch für Möglichkeiten, wo wir hin können? Oh. Warte mal, ich mach das mal. Die dritte Etage könnten wir noch. In der erste war mal vor uns. Ach so. Dann machen wir in die dritte. Okay. Wäre es denn sinnvoll, dieses Kommandodeck in die dritte zu machen und nicht in die zweite? Ja, Deck, ne? Deck. Decke. Naja, ich meine eigentlich. Ja, genau. Hier soll mal was reinkommen, ey. Oh ja. Das stirbt. Und dann zerhackt's uns. Kann ich boah, so eine lange. Ja, oh. Nice. Nö. Nee, du gehst vor. Nee, warte, ich bin, denke ich, geh vor. Warte, dort vorne, guck mal, ob sich da irgendwas bewegt, weil ich glaube, hier könnten uns wieder diese bespuckten Teile. Ih, das bewegt sich dort vorne, das Anusloch des Todes. Irgendwie bekannt vor. Warte. Das Anusloch. Lol, wir müssen, es zeigt wieder zurück an. Hä? Gehen erstmal hier oben lang. Ja, wir gucken uns erstmal hier alles an. Ist eine Leiter nach unten. Warte. Ach ja, da müssen wir dann vielleicht. Ne, warte, wir gucken uns erstmal oben hinten links. Ja, hinten rechts. Alter. Da kommt da bestimmt gleich was rausgesprungen. Wo denn? Da hinter das Wand, aber. Riegel, wir müssen wirklich ganz runter. Was soll denn das? Wir gehen erstmal die Leiter. Wir gehen erstmal die Leiter hier runter. Nein, das machen wir später, komm. Ach so. Aber wer sagt, dass wir hier nochmal hin müssen? Natürlich, also wenn das schon designt ist, dann müssen wir sicherlich nochmal hierher. Ja, das kann natürlich sein. Aber in einem Rollenspiel, guck mal, in einem Rollenspiel, da wird ja auch Verschiedenes designt, was eigentlich gar nichts mit der Hauptquest ja, zu tun hat. Das ist ja jetzt hier nur so ein vorgefertigtes Level. Ja, das stimmt allerdings. Ich sollte meine Shotty bereithalten. Vor dem hier auch nie. Oh. Und so ein Anusloch war, ey, da. Weißt du Bescheid? Bist du ja richtig am Arsch, ne? Oh, Alter, wie viel. Wie lange fahren wir? Sir, bedrohen Sie mich nicht mit Ihrer Waffe. Lol. Völlig random. Echt. Auch gut. Wir müssen raus. Hä? Verstehe ich nicht. Wir müssen raus. Aber vorhin? Hä? Müssen wir jetzt hier von Station? Hä? Aber wir müssen dahinter erstmal das Ding hier aktivieren. Oh nein. Nee, wir müssen hier rein, hä? Komm mal rein. Auch gut. Alter, hä? Oh nein. Na gut, haben wir das jetzt wenigstens. Ich glaube, wir müssen dann erst hier hin, oder? Wohin müssen wir? Hast du zugehört, wo wir hin müssen? Warte mal. J. Ich guck erstmal Mission. Ach, kann ich gar nicht machen hier in dem Zimmer. Also Creely war mal schon. Aber wir müssen ja einen Backboard-Antrieb für die Crozier bergen. Ach, wir sind jetzt. Mach mal auf der Ranocke. Weil da waren wir noch nicht. Terra Nova sind wir ja gerade. Es ist die Frage. Aber wir haben dort eine Quest auf der Creely. Wir müssen nochmal zu Creely. Ach so. Ja, dann nochmal zu Creely. Also fortsetzen? Ja, los. Das finde ich extrem geil gemacht hier irgendwie. Ja. Cool. Und wie geht's dir so? Ja, easy. Alles gut. Steuerst du das Ding eigentlich oder steuert das automatisch? Ich steuere das. Ich bin der übelste Flieger hier. Nee, ich meine Auto. Also, ich weiß, dass du das nicht steuerst, guck aber. Mal, ey, der übelste Schrotthaufen. Ich meine, ob der Charakter das steuert oder ob das automatisch passiert. Also, mein Typ hat die Hände auf dem Knie, ich denke. Ach so, okay. Passiert automatisch. So, jetzt müssen wir irgendwie raus. Okay. Verlassen. Sieht ziemlich geil aus. Ach,
Warte. Ich kann mich hier nie orientieren. Ich flieg dir jetzt, also. Kapitel 7, K. Dein Ernst? Kapitel 7. Lol. What the fuck? War das jetzt ein Kapitel? Oder? Ja. Das ist nicht sagbar, wir schaffen eins pro Folge. Ist er das? Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparatur bringen können. Das Ding, das nehmen wir jetzt mit Chinesen, nehmen wir das jetzt mit. So, sowieso. Hier, dann drück F, um Chinesen aktiv. Ja, genau. Nur. Da muss es irgendwo einen Punkt geben, wo wir... Nein. Ich glaube, das ist es nicht. Guck mal, hier ist noch so ein Typ. Guck mal, Alter, der hat voll die chillige Stellung. Ich glaube, der hat auch versucht, das Ding zu bergen. Das ist einer von uns, oder? Der lebt noch. Der hat sein... Ne, genau, der lebt. Lol. Wir müssen jetzt irgendwie mit Chinese das Ding bewegen. Stellt sich mir natürlich erstmal die Frage, wie. Na, wir haben ja so ein Chinese-Teil, habe ich hier in der ja. Flosse. Ja, ich weiß. Wir haben gar nicht so viel Sauerstoff, Alter. Ich habe 268 Sekunden. Ich hab doch 146. Ziel. Jo, eine Idee, wie wir das Ding bewegen? Nee. Oh, ich hab hier noch was. Guck mal. Nee, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Oh. Das Ding, hey. Ich hab hier irgendwas. Was denn? Ja, irgendein Motorteil oder so. Keine Ahnung, was das ist. Das Ding hier? Nee, das sieht nicht so aus. Sieh, was ich in der Hand hab. Hä? Alter, was müssen wir... Brauchst du Sauerstoff? Warte. Laut Captain Norton ist die Crozier nicht flugtauglich. Es fehlen einige Hüllenteile und ein Backboard-Antrieb. Rosen sagt, er habe einen Ersatzantrieb aufgespürt, und zwar in der Nähe der Creedy, einem weiteren dieser verlassenen Schiffe, die hier herumtreiben. Ja. Nice. Das wissen wir jetzt auch schon. Brauch ich mal so ein Sauerstoffteil. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe hier so einen Antrieb oder sowas, glaube ich, habe ich gefunden, aber... Ja, wir müssen ja das Ding hier irgendwie... Ja, ich weiß, aber wir müssen das bestimmt erstmal zusammenbauen. Kann man bestimmt mit dem Kollege, Ding irgendwo hinfahren. Komm mal zu mir. Wo denn? Na, ja? Wo bist du denn? Achso. Müssen wir jetzt hier irgendwas machen? Alter, was hast du da gerade gemacht? Komm mal her, guck mal. Ich tu das Ding auseinandernehmen. So. Hast du das? Und jetzt... Ah, guck! Schaffen Sie alles weiter allein? Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fester einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Die Einspritzer. So. Okay, Leute, ich hab den Antrieb. Ist alles bereit? Leider nicht. Wir werden viele die Portale entzündet hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. So, wir sollten uns aber erstmal Sauerstoffstationen suchen. Also ich hab wieder 200 Sekunden. Ich hab 105. Warte, ich schick dir eine, warte. Ne, ich hab 100. Ha. Ich folge dir einfach, sonst finde ich sowieso nicht mehr zurück. Darf ich dir entgegenwerfen? Wie mache ich das jetzt? Nee. Na, hier benutzen E einfach. Wie geht das denn? Ich muss einfach das ranziehen und dann E klicken. Ach so. Chinese ranziehen und dann E klicken. Wie geil ist das denn? Okay, gut. Wir müssen jetzt dorthin fliegen. Aber wir brauchen noch irgendwelche kleinen Dinger, oder? Hat er doch gesagt. Ja, die gibt's wahrscheinlich hier. Gucken wir mal, was wir hier machen können.
Ach, guck mal, das ist die Station, wo wir wieder zurückfahren können. Was machst denn du da eigentlich, Alter, auf dem Kopf stehen? Ach so, aber wir müssen hier hin. Ich werde mit dem Spiel nicht mehr, ey. Guck mal, es zeigt an, dass wir wieder zurück müssen. Ja, los. Wir vertrauen jetzt einfach mal. Geh mal an die 2, jetzt steuerst du mal. Okay. So. Ah, du musst ganz links hin. Jetzt müssen wir hier hin. Nee, hier, ja, ist ja. Ja, dann. Okay. Alter. Elektromechanik. Ich hab gedacht, der Kunde ist tot. Der hat sich gar nicht mehr bewegt. Denk doch dran, ich hab's. Geh zurück, ich hab das. Was ist das eigentlich für einer? Den kenne ich gar nicht. Keine Ahnung. Irgendeiner. Das ist völlig random, ey. Nach Kapitel 5 verletzt das Spiel irgendwie voll nach. Das hängt da so eine Moorleiche an den Fenstern. Ich hab's. Geht ruhig zurück. No. Herrlich. Hitler. Ah, jetzt ist gleich nochmal was. Nee, pass auf, ja, pass auf, Kapitel 8. Ah ja, das ist Kapitel 19. Ende. Ah, herrlich. Wir müssen das Ding jetzt zusammen. Oh, war das hier nie dieses übelste. Oh, pass auf die Bomben. Kann man die Bomben ranziehen, nur mal so? Ach, bestimmt. Oh, das probiere ich jetzt. Hier, wir brauchen übrigens diese Satellitenteile. Ja, man kann. Hast du gerade so geschossen? Ja. Hey, jetzt schießt man hier, warte mal. Junge! Hey. Oh, da ist ein Vieh! Wo? Lass es Vieh sein. Nee, ich hab's getötet. Ich würde mich. Oh, da ist noch ein Vieh. Ja, lass die jetzt, ist egal. Nee. Ich will jetzt das Vieh erstmal töten. Genauso wie die Dinger, ey. Du willst schon, dass du alle mit dir ziehst, ne? Oder? Zieh ich mit mir. What the fuck, ne Bombe in der Mitte? Oh. Ach, du bist dort unten. Warte, ich helf dir. Was geht denn hier ab, Alter? Hallo, wir rennen Bomben vorher. Ich sag doch. Ich hab die jetzt eigentlich alle. So, was müssen wir jetzt machen? Na, irgendwie hier diese Satellitenteile. Wir müssen irgendwie dorthin. Drück mal B und komm mal zu dem Ziel. Bocker, ach nee, wir müssen ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut, in der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Hol mal Flugschreiber. Okay, mal sehen, was ich finden aus, kann. Aus diesen Solarteilen. Okay. Ich hab schon zwei. Das Problem ist... Ehrlich, ich müsste genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Super. Und jetzt? Baue alles wieder in ein zurück. Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Ich muss nur eine Bank finden. Das sollte aber kein Problem sein. Oh, this is no problem. Because... Hä? Bin um. Hä, wo muss ich denn hin? Du musst bestimmt rein. Ja, aber hier von unten welcher Seite? Hier unten ist ein Eingang, oder? Ne, hier oben, ja genau. Hoch. Anders hoch. Ich fänd's cool, wenn mir angezeigt wird, wo du bist. Weil hier ist gerade so viel los, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja, ich bin über dir. Ah, dort! Moin! Voll geil, das Spiel, ey. Das ist so random teilweise. Aber es war relativ wenig actionlastig, muss ich sagen, bis jetzt die Folge. Das Kapitel 7 heißt Chaos. Mal sehen, was noch so kommt. Schimmel ab, boah. Jetzt loslassen. Lost. Jetzt dreht sich was. It lost. Oh mein Gott.
All is lost. Okay. Er hat gerade gesagt, eine Bank zu finden sollte kein Problem sein. Das geht doch in die übelste Scheiße. Ja, ist ja eigentlich auch nicht. Ich meine, da gibt's ja hier ab und zu mal. Wir sollten bloß erstmal gucken, wo wir lang müssen. Ich glaube, geradeaus da, ne? Ich trau dem Frieden. Hier waren bis jetzt so wenig Viecher. Los. Los. Oh, Anzug. Brauchen wir ja nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Wir suchen eine Werkbank. Oder da gibt's sowieso nichts Neues. Recht. Dann die Folge los. Ist sowieso gleich um. Bis dahin würde ich es gerne noch bis zur Werkbank schaffen. Und hier sieht's nach Werkbank aus, finde ich. Ach, hier waren wir ja. Ja, hier waren wir doch schon mal. No? Die Werkbank, die müsste... Die Werkbank, die müsste... Da hinten, hier, hier, hier. Sehr gut. Wir stellen das Ding noch mal hier. Du machst das Ding? Ja. Erstellen. Flugschreiber. Soll ich den Ohr herstellen? Sehr gut. Der Suchrobot ist wieder da. Sehr nice. Fortfahren. Waffen-Upgrades. Nö. Hier? Nö. So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Gott sei Dank. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und... Nein, Robert! Wir fliegen zum Planeten! Ellie, ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? Earthgov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen tut können. Tut man nicht so, als müsste es dir doch drunter. Wir sind doch die Idioten, die drunter müssen. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du ach so? Sagtest, abschalten und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Carver, eine Mutter warte, komm ist zurück. Das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, ja. Wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. Genau, das stimmt. Nee, ich finde bloß, dass hier ein guter Punkt ist, um die Folge zu beenden. Ja, das ist richtig. Ja. Was ist denn hier überhaupt dahinter, hinter dem großen Tor? Machen wir es mal auf. Wollen wir das nochmal aufmachen? Mach's wieder zu. Haha, kommen sowieso nicht weiter. Oder? Wir haben eingeschlossen. Ich gehe raus. Wow! Alter! Ach, das warst du! Du Schwein! Oh, jetzt guck mal, das ist mit Bewegungsmelder. Na gut, liebe Freunde. Das war's erstmal für die Folge hier bei Let's Play Together Dead Space. Und ich glaube... Ach, stimmt ja, das Aussetzen. Müssen wir wieder aussetzen. In der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen werden wir uns dann diesen netten Eisplaneten angucken, den ihr schon aus der ersten Folge kennt. Das wird auf jeden Fall richtig witzig. Ne, Klaus? Richtig Bock. Ja, ich hab richtig Bock. Und wir freuen uns schon drauf und ja, wir hoffen, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.